Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit der Videoreihe Das Lager. Und zwar geht es um die zweite Variante des Schrägdach-Shelters mit dem BW-Poncho. Heute mit dem Seil, das 15-Meter-Seil, anstelle der beiden Stöcke an der Front. Dazu braucht man zwei Bäume, zwischen denen das Seil gespannt werden kann. Und den Aufbau zeige ich euch jetzt. Das Prinzip ist immer das gleiche, nur muss jetzt zuerst die Vorderseite mit dem Seil bespannt werden, bevor das hintere fixiert wird. Denn die Baumhöhe ist variabel. Die Stockhöhe, die konnte man schön einspannen. Dazu nehme ich jetzt das Seil und führe das Seil von oben nach unten durch die Öse, sodass es unten am Poncho entlang geführt wird. Einfach durchziehen. Ein gutes Stück. 15 Meter sind natürlich viel zu lang. 10 Meter sind ausreichend. Aber man geht doch gerne auf Nummer sicher. Wenn die Bäume mal etwas weiter auseinander sind, so ist man viel flexibler im Aufbau. In der Mitte ist die zweite Öse. Hier geht man von unten nach oben durch und zieht das Seil wieder durch. Und in der dritten und letzten Öse geht man wieder von oben nach unten, genau wie am Anfang. Letztendlich ist es egal, wie man das macht. Wichtig ist, dass alle drei Ösen durchlaufen werden, sodass die Mitte nicht irgendwie runterhängt oder im Wind rumweht. Dass es eben schön stabil ist. So, auch hier durch. Und das war der erste Schritt. Ich habe hier das Seil, das zum Poncho geht und hier das lose Ende. Beim zweiten Mal ist es wichtig, das zu spannen und den Knoten eng zu nehmen. Da geht man mit ein bisschen mehr Kraft dran, aber an sich, wenn man das ein paar Mal übt, ist das gut. Ich rate jedem, den Knoten gut zu üben. Wie gesagt, er geht mit beiden Händen, er geht schnell und er ist genauso schnell wieder offen. Okay, ich gehe mit der Hand. Hier kommt das Seil jetzt von links nach rechts, also gehe ich mit der linken Hand unten durch, lege das lose Ende um meine Finger, einmal rum, ziehe die Schlaufe hier durch und drehe die Finger nach oben und das lose Ende, das ich hier noch habe, nehme ich mit den Fingern hier durch. So, und jetzt merkt ihr, warum das gespannt sein muss. Wenn ich jetzt den Knoten hier hinterführe, wird das hier wieder etwas lockerer. Aber das kann man dann an der anderen Seite wieder etwas regulieren. Den kann man jetzt hier schön festziehen und das Seil ist gespannt. So, der Rest, der hier vorne jetzt noch so locker ist, spannt sich, wenn ich die Heringe reinmache. Da geht es jetzt wirklich darum, das Ganze zu spannen, allerdings nicht so unter Spannung zu setzen, dass das Seil vorne runtergezogen wird, sondern den Poncho in der Länge zu spannen. Nicht runterziehen, sondern hier rüber, dann das hier rüber, so dass hier eine Parallele entsteht und dann hier noch befestigen. Was ich bei der Variante jetzt auch wieder mache, ist einen Stock in die Mütze stellen und dann das Ganze links und rechts nochmal ein bisschen spannen. Was natürlich jetzt noch fehlt, um das hier zu spannen, sind zwei kleine Keile, die hier in die Öse kommen. Dann kann ich das Ganze hier spannen. Ach, und fertig.
Kein Schalter ist perfekt, das muss man natürlich dazu sagen. Das hat mir jetzt sehr gefallen. Das mit den Stöcken gefällt mir auch sehr, wenn keine Bäume vorhanden sind. Aber dazu gibt es noch mehr, denn das war's zum Schrägdach mit Poncho. Ich werde jetzt eine Zusammenfassung machen und in einem Video ausführlich noch einmal beide Bauarten beschreiben und meine Meinung dazu präsentieren, sodass ihr wisst, worauf muss man achten beim Bau? Wo können sich kleine Fehler einschleichen, die in einer extremen Situation, beispielsweise bei schlechtem Wetter, verheerend sein können? Das werde ich alles nochmal in einem Video verpacken und präsentieren. Ich hoffe, das Video hat euch auch dieses Mal wieder gefallen. Ich würde mich sehr freuen über Feedback in Form von Daumen oder Kommentaren. Und bei Fragen oder Themenanregungen, schreibt mir Nachrichten. Tschüss.